Oder wir sehen natürlich den Smashville-Start. Oder doch der FD-Start. Oh. Wird hier darüber nachgedacht, auf Omega die Cineblade Stage zu gehen, aber da kommt von True4 direkt der Einspruch, das ist nur seine Counter. Ihr könnt anfangen, ja, ich bin ready. Genau. Und da geht es los. Das erste Match tatsächlich wirklich auf FD und Khan fängt natürlich, True4 fängt natürlich hier direkt im Speed-Monado an, wie die meisten Shulks das eben so tun. Sheik hat natürlich wesentlich bessere Frame-Data als Shulk das hat, aber Shulk hat dafür die Reichweite und kann Prozente machen ohne Ende, gerade jetzt hier im Buster-Monado. Er muss nur einen Move treffen, dann macht das auf jeden Fall eine Menge Schaden. Sheik hat natürlich immer ihre frühen Kombos. Die Sache ist einfach, sobald True4 irgendwann mal... Oh. Das ist ja richtig, das Boxer. Das wollen wir nicht. Na, so. Danke. Ja, sobald hier mal es kritisch werden würde für den Schulk, kann der einfach das Schildmonado anmachen. Und Sheik ist ja generell ein Charakter, die nicht so die einfachste Zeit hat, Kills zu kriegen. Und dann... Könnte sogar sein, dass wir hier vielleicht einen Timeout mal sehen. Aber jetzt hier ist das Game noch sehr, sehr even im Moment. Wie gesagt, die beiden auch Spieler, die sich des Öfteren mal begegnen im Turnier. Kennen sich also auch ganz gut. Und dann wird hier auch sehen, wie gut Moitri es vielleicht schaffen wird, auch einen Edgeguard hinzukriegen. Oder eben auch umgekehrt. True4, durchaus ein Spieler, der auch mal sehr gerne mit der API immer wieder die Edgeguard sich holt. Wechselt hier von Speed wieder ins Jump-Monado rüber. Muss halt immer auf ein Opening warten, auch hier perfekt zurückgefallen, um dann die Nair mit der Forward Air zu punishen. Und so muss man das Matchup halt auch spielen, weil Sheik, Charakter natürlich, wenn die mal reinkommt, dann gibt's Prozente satt. Oh! Trifft nicht mit der Abwehr, aber jetzt hier das Schild-Monado ist raus und jetzt ist praktisch keine Chance mehr, hier den Kill erstmal zu kriegen, solange das da ist. Geht jetzt aber hier ins Rote, das ist auf jeden Fall Kill-Percentage. Wenn da der Up-Tilt trifft, könnte auch an der Edge dann der Down-Throw sein von Schulk. Er dort steht durch alle Moves nicht. Oh, der aggressive Edge-Guard kriegt aber kein Punish auf die Abi von Moitrich. Und da ist der Schildmonado wieder an. Ganz langsam bedrohlich läuft er hier auf ihn zu. Er probiert hier mit der Back-Air was zu reißen. Ja, Moitrich kriegt natürlich jetzt mehr Prozente drauf, aber den Kill wird er damit nicht kriegen. Geht zurück ins Jump-Monado. Oh nein! Der SD. Das war ein Mist-Input. Ah, das wünscht man natürlich niemandem, dass das sowas geht. Aber hier kriegt den Up-Smash und schon ist das Game wieder even. Beide auf 0%, beide nur noch ein Stock. Oh, das wird gepunished. Da ist er nicht an die Edge gegangen, sondern wieder auf die Stage mit dem Vanish. Buster wieder an. Oh, die Prozente, die man damit rauskriegt. Oh mein Gott, 70% jetzt schon hier auf Moitrich. Ja, wenn der Buster-Schulk einmal loslegt, dann hört er auch nicht mehr so schnell auf. Ich nehme an, den Schrei hat man gehört nach dem SD. Aber jetzt hier. Beide Spieler auf denselben Prozenten, sehr, sehr even das Ganze. Moitrich probiert nicht wirklich einen Gimp-Versuch zu kriegen. Kriegt hier den Bouncing-Fisch, wirft die Granate raus. Ja, aber True4 kommt auf jeden Fall wieder zurück auf die Stage. Ja, jetzt wird hier nach der Up-Air geguckt. Und der Schildmonado ist natürlich auch direkt wieder jetzt da. Ja, Moitrich spielt wesentlich passiver jetzt. Wartet das Monado wahrscheinlich einfach aus, macht ein bisschen mit den Needles Pressure. Oh, kommt diesmal zurück an die Stage. Rollt hin und her. Ja, der Timer noch gut, knappe 2 Minuten. Oh, kommt hier mit dem aggressiven Bouncing Fish zurück und True4 Air Dodge durch die Up Air. Das hätte es nämlich eventuell sein können bei der Höhe. Jetzt sind wir hier wieder im Smash-Monado, da kommt auch schon der Up-Tilt, trifft aber nicht.
Und jetzt springt er hinterher. Ah, will den Air-Dodge abwarten, aber Truffaut springt einfach weg. Wieder die Granate zum Edge-Garden, aber Truffaut geht tief mit dem Jump-Monado, gar kein Problem, da wieder zurückzukommen. Und Grab-Release, das sah auch nach einem geplanten eigentlich aus. Vielleicht wollte er irgendwas rausholen. Und jetzt hier wieder noch eine Minute auf dem Timer. Schildmonado ist da. Das könnte gut sein, dass es hier wirklich zu einem Timeout kommt. Oh, da wieder der Up-Tilt. Hält ihn einfach. Probiert hier echt nur die Zeit zu kaufen, bis das Schildmonado wieder vorbei ist. Jetzt Jumpmonado wieder da. Da kommt der Let's Jump und mit der Back Air holt er sich hier Game One. Für Meutrich hier. Sehr schön. Schön patient gespielt da am Ende, hat auf die Situation gewartet, kriegt dann den Ledge Jump und holt sich damit den Kill. Ja, okay, gut, dann kümmere ich mich mal kurz ums Bracket, während die Spieler hier... Was muss alles eingetragen werden? Lass es doch einmal nachklären, weil jetzt die Regeln ja fest sind. Das ist scheinbar. Ist doch keine Ausnahme. Ja. Muss noch irgendwas eingetragen werden oder nicht mehr? Ich glaube, das ist tatsächlich alles fertig eingetragen. Alles klar. Gut, die Spieler hier noch am Stage diskutieren, was hier gewählt wird. Charakter-Switch nicht ersichtlich. Ich weiß, dass Truffaut unter anderem auch Bayonetta spielt, aber ich sehe hier eigentlich keinen Grund, warum er wechseln sollte. Es war ein sehr knappes Game und wie geht's auch weiter? Und wir gehen zu Town in City. Einmal falsch eingetragen hier. So ist das richtig. Ja, auch direkt wieder Speedmonado. Town in City. Ich weiß, dass Meutrich sehr, sehr gerne auf dieser Stage auch spielt und auch denkt, dass es eine sehr gute Stage für Sheik ist. Killt ja doch schon mal ganz gerne mit Up Smash oder Up Air. Da hilft es nach oben natürlich sehr. Aber ich glaube auch für Schulk ist es nicht die schlechteste Stage. Und hier direkt wieder ein recht aggressiver Start. Aber jetzt Meutrich geht wieder eher ins Passive zurück, benutzt viel die Needles, wartet bis er ein Opening kriegt, um dann einen Fairstring wie jetzt reinzuholen, kriegt noch den Bouncing Fish und macht damit, wie Sheik das halt so macht, viele Prozente gut. Holt sich hier noch die Backdoor, oh, wartet ab, forward air und Bouncing Fish trifft nicht. Kommt zurück an die Stage, aber das war schon sehr, sehr eng gewesen gerade. Oh, fängt hier den Mensch mit. Ja, das wird ein Punish. Probiert hier auf den Air-Dodge abzuwarten. Aber kriegt nicht ganz den Punish. Oh, wäre das Smash-Monado eine Sekunde früher aktiv gewesen. Oh, und der kommt nicht zurück auf die Stage. Das sieht man auch selten, dass der Sheik mal nicht schafft zu recovern. Da holt sich hier Truffaut den Lead. Bei den... Oh, Magnethände. Sponsert bei Smash 4. Kommt zurück auf die Stage. Hat hier auch noch den zweiten mit seiner Abi ein bisschen gebuffert. Das ist nie eine Situation, in der man sein möchte als Sheik. Und schon wieder Meutrich passiert ihm öfters hier, dass er aggressiv mit dem Vanish zurück auf die Stage kommt. Und Truffaut kriegt ja langsam die Punishes auch für raus. Hat jetzt das Buster-Monado kurz aktiv gehabt, aber nicht so wirklich was damit gekriegt. Jetzt Jump. Ja, damit kommt man auch von ganz tief wieder. Up-Throw. Oh, wartet auf den Air-Dodge und kriegt da ganz schnell auch dann noch den Confirm raus. Jab ein bisschen in die falsche Richtung. Geht mit dem Bouncing Fish hinterher. Oh! Hat hier einmal mit hochgenommen. Ja, Meutrich jetzt auch sehr gierig hier nach dem Kill mit dem Up Smash. Da ist wieder das Schildmonado. Da ist jetzt gerade... Sehe ich keine Möglichkeit, dass er da den Kill kriegt. Außer vielleicht mit einem Gimp. Und da! Jump Monado an. Fährt ihn raus bei 160%. Reicht das dann auch? Geht hier weiter. Jetzt muss er erstmal die Prozente halt wieder reinkriegen, die Truffaut auf jeden Fall auf ihm hat. Ich hoffe auch die Luftmobility, die er hier zeigt, geht immer genau mit Meutrich, wie er sich in der Luft bewegt. Oh, das ist der Grab.
hat das Smash Monado jetzt schon an. Das wird hier sehr, sehr eng. Abtilt. Springt drüber die Back Air. Hatte schon fast gereicht gerade. Mein Gott. Ja, immer wieder Short Hop Neutral Air. Damit kriegt er seine Gegner in die Luft. Aber jetzt hier Meutrich. Kriegt er wieder einen schönen kleinen String. Ja, das wird er jetzt wahrscheinlich auch weiterhin probieren. Prozent und dann ist halt immer die Sache, den Kill zu kriegen. Aber er muss jetzt so vorsichtig spielen, solange Smash Monado an ist. Probiert er den Netzstand zu kriegen. Solange Smash Monado aktiv ist, hat Schulk auf jeden Fall einiges an Kill-Optionen. Oh Gott. Kommt da hier raus. Oh, kriegt den Vanish. Ja, die Prozente. Meute, ich hätte hier auf jeden Fall... Oh mein Gott. Ah, oh, das ist es. Spot Dodge wird geholt. Mit dem Up Smash. Und damit steht's 1-1. Jetzt ist natürlich die Frage, auf welche Stage gehen wir zurück. Wie gesagt, Charakterwechsel glaube ich nicht, dass wir ihn sehen. War ja doch dann am Ende noch sehr, sehr even gewesen. Wenn Meutrich da ruhiger bleibt, bisschen mehr Needle Camping vielleicht macht und nicht unbedingt diese aggressiven Vanishes probiert, dann sollte das auch als Sieg durchaus möglich sein. Und ja, da kommt wieder Final Destination, diesmal Gower Plane. Und damit gehen wir hier zurück in das letzte Game zwischen den beiden. Mal sehen, wer es diesmal holen kann. Wie immer der übliche Start. Speed Monado. Und Needle Charging. Ja, aber hier Meutrich. Diesmal direkt von Anfang an sehr, sehr patient. Raster Monado ist an und er will jetzt hier wirklich nicht riskieren, irgendwelche Prozente unnötig reingedrückt zu kriegen. Ja, wunderbar. Bleibt hier mit den Needles. Schön passiv. Wartet auf ein Opening. Aber jetzt hier True4 kriegt den Grab. Ein Grab, ein Downtilt und schon stehen 24%. Es ist tatsächlich öfters so, wenn die beiden gegeneinander spielen, dann wackelt der ganze Boden. Das ist echt jedes Mal super, super knapp. Ist ja auch nur auf dem Power Rating, das hessische Power Rating von Neutral Gaming. Nur ein Platz zwischen den beiden. Das sieht man jetzt auch warum. Aber jetzt hier True4 kriegt hier Grab nach Grab und 106% aus dem Nichts einmal drauf. Da kommt auch direkt das Smash Monado raus. Und das wird hier schon sehr gefährlich jetzt für Meutrich. Er fängt ihn hier mit dem Forward Tilt, kommt ein bisschen hinterher. Smash Monado gleich vorbei. Geht ins Schild. Nee, das war nur noch ein Mist. Input aus. Da hat er jetzt Meutrich, hat lang keinen Hit mehr abbekommen. Sitzt hier weiterhin auf seinen 106%, aber feuert jetzt auch ganz gut zurück. Ja, hier pressert den Schild, bis er dann doch den Hit mal durchkriegt. Oh, und probiert hier den Abschlag zu kriegen, aber reicht nicht. Da kommt auch wieder das Smash Monado raus. Oh Gott! Oh! Fängt ihn hier mit der Abi. Und das wollte dann auch schon mal den Stock. Wie gesagt, Schulk hat echt einiges an Möglichkeiten. Da, das war sehr aggressiv gespielt von Meutrich. Oh, kriegt die Needles. Aber auch True4 kommt hier zurück. Oh, wartet den Air Dodge ab und kriegt den Bouncing Fish. Last Stock Situation jetzt hier für die beiden. Wie es davor auch schon immer gewesen ist. In den Matches. Sehr, sehr even hier. Beide Spieler, die gerne einfach auf ein Opening von ihrem Gegner warten. Aber die geben sich das, die geben sich echt nichts hier. Meutrich ist jetzt auch schon wieder ein bisschen aggressiver in seinem Spielstil geworden. Auch fängt hier das Landing, probiert den Upsmash zu kriegen, aber nicht ganz. Thank you.
Muss jetzt hier auch. Tufor muss jetzt auch probieren, hier reinzukommen. Die Prozente auf ihn stehen schon. Ein Timeout auch noch nicht ersichtlich. Haben noch 2 Minuten 40 auf der Uhr. Aber das heißt nicht, dass es dazu nicht noch kommen kann. Kommt hier knapp wieder zurück auf die Stage mit dem Jump Monado. Ja, Meutrich fängt hier gerade jede Option. Ist tief. Oh nein. Zu tief. Und kommt nicht zurück. Und damit holt sich Tufor das Set. 2 zu 1. Schade.